Hier wird unmissverständlich klar gemacht, was man nicht soll. Von Klippen stürzen und sterben. Das ist schön, das ist wichtig, wichtig. Am gestrigen Tag haben wir ca. 22 Kilometer zurückgelegt. Wir sind noch voll die Klippen hoch und vorgelaufen bis ans westlichste Ende oder fast westlichste Ende von Island und haben da, also uns ist dann 3 Stunden, bevor wir angekommen sind, das Wasser ausgegangen. Das heißt, wir sind auf Knien hingekrochen und haben irgendwo noch Wasser gesucht, und als wir dann irgendwie so einen Rinnsal gefunden haben, haben wir gleich die Köpfe reingehängt und haben da unser Lager aufgeschlagen für die Nacht. Und morgens sind wir raus, sind an diesen westlichen Zipfel von Island, an den Westfjorden, also praktisch der ganz westlichste Punkt, den es überhaupt gibt. Und haben uns dann wieder aufgeteilt. Ich bin mit Wendy wieder getrampt, sind wir gerade wieder am Start hier. Wendy, alles klar? Hallo, alles top. Und wir sind in so einem Wohnmobil von so zwei relativ netten Österreichern gelandet. Peter und Monika. Peter und Monika aus Österreich. Und auf jeden Fall haben die uns direkt mal aufgetischt, ein Laib Brot hingeklatscht, einen fetten Käse, Schinken und noch ein Bier haben wir auch noch dazu gekriegt. Bier. Es war der Hammer, und vor allem, wenn man bedenkt, das klingt jetzt natürlich nach einem normalen Feschbo, aber die letzten Tage waren ja doch etwas... Aber wir sind ja Wandersmänner, und unser Kühlschrank ist begrenzt groß. So ist es. Die letzten Tage, begrenzt kalt. Die letzten Tage haben wir ein bisschen an Essen gespart, und es war natürlich umso feiner, dass wir da jetzt natürlich richtig hart spachteln konnten. Haben komplett auch alles weggehauen, oder? Wir haben so ziemlich alles Brot, ja, allen Schinken, Käse, halben Käse. Ja, übrig gelassen. Ja. Auf jeden Fall nice. Und jetzt fährt man nach Patricksfjörde, und dann geht's weiter, und wir gehen wahrscheinlich heute Abend noch in einen Hotpot. Das schauen wir jetzt. Oh, und wir müssen hier kurz trampen. Zu spät. Aber schön. Ja, das kommt davon, wenn man zu viel in die Kamera quatscht. Genau, das war's. Heute werde ich wahrscheinlich nicht mehr vloggen. Das heißt dann morgen oder so. Bis dann. Hallo Leute. Gerade sind wir in Tálknafjörður angekommen, mich auch nicht. Wir waren am Hitchhiken, haben leider nicht so schnell einen Ride gekriegt wie unsere Boys. Aber der Typ hat sich kurzfristig dafür entschieden, uns doch noch herzufahren, der dann tatsächlich gehalten hat. Und jetzt werden wir gerade hart attackiert von den ganzen Vögeln, die da hinten am Brüten sind hier. Und deshalb kommen die fucking nah. Es ist crazy. Hier können wir nach oben, nach oben. Sieht man die? Ja, ich weiß nicht. Den auf jeden Fall. Ja, die hinter uns müssen wir. Die hinter uns hier. Weil das sind richtige Assi-Vögel. Die kommen dann von hinten auf den Kopf und wollen uns draufkacken oder uns die Grütze aus dem Gehirn picken. Die haben uns auf jeden Fall hart attackiert. Auf jeden Fall harte Assi-Vögel. Das war das Wort zum Sonntag. Ach, zeig's doch. Das Wort zum Sonntag. Auf jeden Fall, wir flitzen jetzt zu den Boys in den nächsten Hotpot. Und wir haben vorhin... haben ja ein schönes Bild erstanden bekommen. Wir waren hier in der Nähe wie heißt es? Petersfjörde? Patricksfjörde. Patricksfjörde. Und haben da vor einem Supermarkt gechillt. Und da kamen dann so 7, 8, 9 Stöpsel, keine Ahnung wie alt die waren, vielleicht 10 oder 9, die in sehr gebrochenem Englisch probiert haben, uns irgendwelchen Scheiß anzudrehen, den wir dann für umgerechnet 1,20 € dann gekauft haben oder so. Halt viel Kronen. Zu wenig, ja. Die haben auch gefeilscht und alles. War witzig. Ich habe auf jeden Fall eine sehr hässliche Sonnenbrille erstanden. Sonnenbrille und dieses wunderbare... Ja, dieses Bild und ein Sushi-Set. Sushi-Set haben wir erstanden. Hier, dieses Teil mit 4 von diesen. Und am Ende kommen sie an und schenken uns den Rest, den sie nicht verkauft bekommen haben. Richtig geil. Unter anderem dabei einen Zopfgummi für Mädels, ein rosa Zopfgummi. Ich glaube, der lag da einfach nur auf der Wiese. Oh, lag der nur rum. oder ein Glas, aber das war zerbrochen. Also da war ein Riss drin. Und zeig mir mal schön dieses wundervolle Bild. Und dieses Bild hier ist natürlich... Oh, es ist der Hammer. Das ist nur... Sieht man's? Ja, das Spiegel ein bisschen. Ja, jetzt. Es ist auf jeden Fall wahnsinnig hässlich. Geil! Teddybären! Naja. Auf einem Bild. Und jetzt hoffen wir, dass wir diesen brutalen Möwen hier entkommen können. Und dann flitzen wir zum Hotpot und lassen es uns heute noch gut gehen. Heute haben wir echt einen chilligen gemacht. Aber wir haben jetzt auch über eine Stunde getrampt, und es war echt anstrengend und es hat gepisst und alles. Und jetzt freuen wir uns auf warmes Wasser. Eins möchte ich noch sagen, es sind keine Möwen, es sind Kría, zu isländisch. Irgendwas mit Krähen? Mit Meeresfiesschwalbe oder so. Meeresfiesschwalbe, sagt Wendelin, wollen wir ihm glauben. Wir ziehen uns auf jeden Fall jetzt noch
heiße Gewässer rein.